Die Bild-Zeitung hatte vor kurzem einen Artikel, glaube ich, ein paar Tage her. Da hieß es dann, ja, aus gut informierten Kreisen, und ja, wir wissen, die Bild hat diverse Verbindungen in gut informierte Kreise. Diese Kreise würden sagen, dass seit Monaten bereits ein Streit ist im Kreml, in der russischen Elite, unter den Oligarchen. Und zwar geht es halt A um Putins Zukunft, B würden dann einige Leute darauf drängen, doch wieder die staatliche Planwirtschaft einzuführen. Und mir war das jetzt nicht bekannt, dass gut informierte Kreise das jetzt hier, also in der Öffentlichkeit schon, dass es in der Öffentlichkeit schon berichtet wird, aber für mich war diese informierte Spekulation seit Monaten eigentlich auf dem Schirm. Das ist etwas, das, ja, das wahrscheinlich teilweise schon ein bisschen vorbereitet wird, zumindest als letzte Option, wenn die anderen Optionen alle fehlgeschlagen sind. Und wird natürlich für Russland eine große, große Peinlichkeit werden. Und interessanterweise sagen ja die größten Putin-Fans, also die Leute, die den Führerkult verinnerlicht haben, sagen immer wieder, die westlichen Banken, diese ausbeuterischen westlichen Banken, sollen sich endlich aus Russland zurückziehen. Die sollen Russland in Ruhe lassen. Okay, das tun sie jetzt. Sie lassen Russland, ja, sie lassen Russland sterben. Sie lassen Russland quasi hängen. Wir sehen also, die russische Wirtschaft konnte eigentlich die letzten 10 Jahre überhaupt nur halbwegs auf wackeligen Beinen stehen, dank, in Anführungszeichen, westlicher Banken. Das macht mich nicht zum Fan von westlichen Banken, ich sage nur, wie es ist. Westliche Banken haben Russland wieder mit aufgebaut, die haben da westliche Staaten und Banken haben da Geld reingepumpt und Know-how und Technologie und Patente und so weiter. Haben Russland Zugang zu Märkten gegeben, der Westen hat immer Augen zugedrückt. Wahrscheinlich in der Absicht, dass Russland wächst und immer gefährlicher wird, dass man wieder einen großen Feind hat. Aber das macht Russland nicht zum Helden. Das macht Russland nicht zu einem netten Imperium, einem unterstützenswerten Imperium. Also die Banken sagen, okay, dann geben wir keine Kredite mehr an Russland. Russland fällt auseinander. Die meisten Leute, vor allem die bildungsnahen Schichten, verlassen Russland in Schwärmen. Und, wie gesagt, meine informierte Spekulation, den Russen wird bald nichts anderes übrig bleiben, als die Grenzen dicht zu machen und die Planwirtschaft wieder einzuführen. Vergessen wir auch nicht in dem Zusammenhang, gerade wenn wir über den Rubel sprechen und über die absoluten Notmaßnahmen, die jetzt getroffen werden, wo man dann den rapiden Verfall so ein bisschen bremsen konnte und die Kultanhänger jetzt wieder sagen, oh, das ist abgewandt und der Angriff auf den Rubel ist abgewandt. Nun, Russland führt seit einer geraumen Weile einen heimlichen Währungskrieg gegen den Westen. Also das Ganze ist auch wieder ein bisschen komplizierter, als es ihnen die ja, frappierend idiotischen Blogger da draußen erzählen. Es gibt dann hier verschiedene Vehikel, verschiedene Möglichkeiten, sowas zu machen. Da gab es auch einige Geschichten in den letzten Monaten. Das ist immer so ein bisschen untergegangen, weil es jetzt nicht große Schlagzeilen macht. Natürlich Russland seit Jahr und Tag alle möglichen Strategien entwickelt, alle möglichen Möglichkeiten sondiert, um den Dollar zu ruinieren, um halt auf Kommando dann die USA ins Unglück zu stoßen oder Europa ins Unglück zu stoßen. Es gibt ja auch Berichte über Sicherheitslücken und Viren, Superviren, die von den Russen benutzt werden, um alle mögliche Infrastruktur lahmzulegen in den USA. Also so ein bisschen so wie bei den Atomwaffen, wenn du uns zerstörst, zerstören wir euch. Das trojanische Pferd hier, seit 2011 hier in wichtigen amerikanischen Computern. Das ist hier eine Meldung Our reports. von ABC News. Natürlich bezieht man sich hier auf Quellen aus der nationalen Sicherheit. Das ist natürlich dann die Geheimdienste aller Wahrscheinlichkeit nach, beziehungsweise der National Security Council oder eine von der Buchstabensuppenagenturen und so weiter. Das muss man natürlich skeptisch betrachten, wenn solche Warnungen kommen. Da kann sich natürlich auch gar nichts dahinter verbergen. Allerdings, wer so tut, als hätte Russland kein riesiges Überwachungssystem und kein riesiges Cyber-Warfare-System, und wer so tut, als würde Russland nicht an solchen Superwaffen arbeiten, der ist einfach nur ein Lügner oder hat keine Ahnung, wovon er redet und sollte sich dementsprechend auch nicht unbedingt an der Diskussion beteiligen, bevor derjenige nicht ein paar, ja, paar tausend Seiten gelesen hat zu dem Thema. Was haben wir da noch? In meinen Nachrichten
was Chinas Elite, genauso wie Russlands Elite, zu allerhand komischen Dingen verleitet. Also für die Elite, für die Milliardäre ist das so: Entweder ihre Party ist komplett vorbei, oder sie, ja, machen Planwirtschaft und machen Säuberungsaktionen und werden immer krasser und rüsten immer mehr. Man kann nicht wirklich liberalisieren. Man kann nicht wirklich mehr Freiheit erlauben, weil sonst würden die Leute merken, was ihnen angetan wurde, und würden dann die Oligarchen am nächsten Baum aufhängen oder aus dem Land jagen. Also hat das westliche Establishment den Osten eigentlich genau da, wo der Westen ihn haben wollte. Das ist meine informierte Spekulation, und darum dreht sich auch mein nächstes Buch. Und zwar haben Russland und China ein Zeitfenster, so etwa ab dem Jahr 2020, in den Folgejahren, also vielleicht so 5 bis 10 Jahre nach 2020, da ist ein Zeitfenster. Und in diesem Zeitfenster da könnten China und Russland sich zusammentun und den Westen angreifen, um halt einfach die Machtverhältnisse zu verschieben. Aber wenn dieses Zeitfenster abläuft und es dann doch nur ein kalter Krieg wird, dann, so meine Einschätzung der Situation, wenn dieses Zeitfenster abgelaufen ist, dann wird der Westen dem Osten, dann wird der Westen davonziehen. Der Westen wird wesentlich effektiver sein, wesentlich mehr rüsten, wesentlich neuere Technologie haben. Der Westen wird uneinholbar werden. Der Osten wird sich dieses Wettrüsten nie leisten können, wird es sowieso verlieren. Also entsteht ein zusätzlicher Druck ab 2020 für eine große militärische Aktion, ein großes militärisches Abenteuer, meine Damen und Herren. Und das ist sehr, 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 sehr haarig. Weil wir uns anschauen, die tatsächliche Wirtschaftsleistung Chinas und Russlands, das ist sehr, 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 sehr mau, das ist sehr, sehr begrenzt. Es gibt dort keinen Funken Freiheit. Während hier im Westen so ein bisschen Freiheit kultiviert wird, natürlich von einem Establishment von oben kontrolliert. Und der Westen da natürlich dann, ja, genug Freiheit erlauben kann, um einfach die moralische Hoheit zu behaupten, um einfach dann die Propaganda zu zelebrieren hier im Westen, dass wir sind die Guten, wir sind die ewigen Guten und wir haben Reichtum und unsere Bürger haben Sachen und die da drüben nicht, und wir drüben sind das Empire of Evil. Wenn dieses Zeitfenster verstreicht, wer soll die Amerikaner noch einholen? Sobald die Amerikaner nämlich, beziehungsweise das Establishment hinter Amerikas Regierung, sobald das westliche Establishment die Möglichkeit hat, sich effektiv gegen das östliche Atomwaffenarsenal zu verteidigen, hat der Osten verloren.